Und da sind wir wieder zum neuen Part von Battlefield Hardline. Wir sind jetzt gerade hier in den schönen Sümpfen. Ich fühle mich sehr heimisch hier. Wir suchen hier nach Hinweisen. Und mal sehen, was wir jetzt noch finden. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist, den wir jetzt finden müssen. Aber scheint so zu sein. Und überall diese scheiß Alligatoren. Autsch. Ach, da vorne muss auch noch mehr hin. Ich guck mir gerne mal ein bisschen so hier die Sachen an. Chemikalien vielleicht? Öl? Irgendwas? Sieht sowieso ganz schön ekelhaft hier aus. Kleidungsfarbstoff. Wie kommt der denn hierher? Wenn Nels keine Kleidung herstellt, habe ich keine Ahnung. Also doch Chemikalien. So, weiter geht's. Da vorne ist ein Dock. Sehen wir uns das mal an. Oh, dieses Fliegengeräusch ist eklig. Kriegt voll eine Gänsehaut. Das ist Wasser, oder? Oh Mann. Ich bin fast reingesprungen. Das muss nicht sein. Oh. Oh mein Gott. Scheiße, das ist Leo. Dawes hatte wohl recht. Er war in Gefahr. Warum ist er wieder zu Nels? Ich gebe das durch. Scheiße. Hier tut sich auch nichts. Wir müssen weiter. Er bleibt hier? Naja, was sollen wir mit ihm machen? Alter. Sieht so aus, als ob er von den Alligatoren hier irgendwie zum Tode gefoltert wurde oder hingerichtet. Also der Nels, oder wie der heißt. Dieser Big Boss. Der scheint ihn zum Tode verurteilt zu haben. Na, ist klar, er hat ihn ja verraten. Aber dass er dann wieder dahin geht, ist ganz schön dumm. Hat Dawes dir gesagt, warum er Leo gehen ließ? Dawes konnte ihn nicht aufhalten. Er hatte ja eigentlich nichts Illegales gemacht. Ah, Alligatoren. Halt. Hey, Kai. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Das mit dir und Tyson. Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Hey, zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du ein Cop bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain-Broker war. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein gutes Herz. Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Ja. Kommen wir da rauf?
Oh, nicht durchs Wasser, bitte. Oh, Mann. Ich sehe es immer wieder kommen, dass irgendein Alligator mich angreift. Bleib auf Distanz, bis du die Gegend gescannt hast. Ja, hier sind bestimmt Feinde. Große Areale sind immer irgendwelche. Ich höre schon welche. Okay, es gibt wohl mehrere Optionen. Los jetzt! Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Oh, die kommen hierher. Shit. Ist immer schön, dass sie sich so schön verteilen. Psch, nicht so laut. Reicht ja schon, wenn ich es immer verkacke. Ach du Scheiße. Ich will mich verarschen. Man sieht dich nicht, Mensch. Ist klar. Ich muss ja irgendeinen runterschmeißen. Das sieht aus wie ein Käfig. Halten die Viecher hier oder was? Ist ja krank. Gerne mal danach, lieber. Wie viel kommt denn diese Woche noch? Laut Remy 2 bis 3 Flieger pro Tag. Remy ist irre. Er dreht mächtig auf. Dabei geht es hier um Präzisionsarbeit. Meine Tool zu verwursten ist keine Präzisionsarbeit, Mann. Sagt der Typ mit dem Hammer. Hey! Hier! Ja, komm her. Noch einer? Aber du lebst noch, das kann ja wohl nicht hier im Bad sein. Hey, das war meine Alligatorenfarbe. So. Tja, abgelegen. Mit Zugang zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren. Ja. Da drüben ist ein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. So, ich möchte mich erstmal hier umsehen. Gibt's da bestimmt ein paar Sachen für mich. Wo kenne ich doch. Was für Schuhe? What? So, mal kurz noch mal hier gucken. Ach, durchsuchen soll ich ihn.
Hallo? Ja, wechselt nur die Waffen jetzt hier irgendwie. Jetzt aber. Was steht drin? Nets hatte Freunde im Senat von Florida. Ja, interessant. Kurz und knapp. So, hier vorne war auch irgendwo noch was. Schau dir den Senat an. Wirklich seltsam. Das war kein Jäger. Da hat sich jemand mal richtig ausgetobt. Wer das getan hat, war ein Arschloch. Lass mich raten. Du magst Tiere lieber als Menschen. Ah, nö. Eiskalt, nö. Magst du überhaupt jemanden? Das würde mich mal interessieren. So, wir sollen hier rein. Ich guck mal noch mal kurz hier. Die Zeit muss ich mir mal nehmen. It's danger. Really? Das hatte ich ja nicht gedacht. Das sind Nels Leute. Sprich mit ihnen. Tommy antwortet nicht. Los! Hey. Ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, willkommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Was er gesagt hat, er ist kacke. Sehr einfallsreich. Kann ich mal hier? Vielleicht gibt's mal wieder was Neues. Ja, wer hätte gedacht? Natürlich nicht. Medikit, Lassen wir das einfach mal so. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Beweise. Es ist sehr gemütlich hier. Naja. Aber bevor ich jetzt weitermache, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Part. Tschüss.